heute von einer, ja, aus einer Studie berichten, die ich an einer, genau, an meiner Vorgängeruniversität, der Universität in Lüneburg, mit einer Kollegin durchgeführt habe. Und genau, deswegen habe ich mich für folgenden Überblick heute entschieden. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wie die Studie aufgebaut war, wie das Design aussah, wie wir auch dazu gekommen sind, überhaupt diese Studie durchzuführen. Dann möchte ich Ihnen ganz kurz Ergebnisse daraus vorstellen und ja, dann so ein paar offene Fragen, die wir uns auch immer noch stellen, ja, in den Raum stellen und dann hoffentlich fleißig mit Ihnen diskutieren. Also die Studie nannte sich ganz unspektakulär Tandemlehre Seminarevaluation und war dem geschuldet, dass anders als in NRW in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache keine verpflichtende Lehrerausbildung existiert. Also wir haben ja hier in NRW, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ein verpflichtendes DSSZ-Modul oder DATS-Modul, wie es auch an einigen Standorten gibt. Und das gab es eben in Niedersachsen und somit eben auch in Lüneburg damals nicht und das gibt es auch immer noch nicht. Die Bedarfe der Studierenden waren eben durch dieses freiwillige DATS-Zertifikat, was es da in Lüneburg statt dieser verpflichtenden Module gab, eben aber bei weitem nicht gedeckt. Also stellen Sie sich vor, da sind eben hunderte Lehramtsstudierende, die da eigentlich pro Semester irgendwie Bedarf haben und Deutsch als Zweitsprache, sprachliche Bildung wird ja auch immer wichtiger und wird teilweise auch schon als Einstellungsvoraussetzung für das spätere, für den späteren Lehramtsberuf ja, genannt. Und diese Bedarfe waren eben bei weitem nicht gedeckt und meine Kollegin und ich haben uns einfach gedacht, wir müssen da was machen, die sind uns die Bude eingerannt und mindestens die Hälfte davon mussten wir wieder wegschicken. Und wir haben eben überlegt, wie können wir dem auf Dauer im Grunde genommen so ein bisschen entgegenwirken, wie können wir Formate schaffen, dass wir eben nicht irgendwie alle immer in Präsenzlehre dadurch ja, schleusen, das ist jetzt so negativ, genau, sondern wie können wir es anders machen und haben da dann beim Mercator-Institut, die hatten damals eine Ausschreibung, einen Antrag gestellt, um eben tatsächlich auf langfristige Weise auch einen Teil des Bedarfs abzudecken und ein neues Konzept zu testen. Und wir haben dann uns dafür entschieden, ein und denselben Kurs aus diesem Zertifikatsprogramm in drei verschiedenen Formaten, wie wir es genannt haben, anzubieten. Und zwar einmal zu 100% einen Online-Kurs anzubieten, dann einen 100% Präsenzkurs, also so einen normalen Kurs, wo die Studierenden jede Woche ins Seminar kommen. Und dann als drittes nochmal eine hybride Form, wo sie eben abwechselnd, man würde wahrscheinlich Blended Learning sagen, abwechselnd eben ins Seminar kommen und zum anderen Teil dann eben online, online Aufgaben und so weiter absolvieren. Wir haben die Studenten, Sie sehen hier schon so ein paar Zahlen, wir haben die randomisiert auf die Kurse verteilt, das heißt also, die wussten vorher nicht, dass wir diese Studie machen. Die haben also in der ersten Sitzung, als sie gekommen sind, von uns erfahren, sie sind der Online-Kurs, sie sind der Blended Learning-Kurs oder sie sind der normale Kurs. Sie können sich vorstellen, die Aufregung war dann erstmal groß. Es hat sich dann über das in verschiedene Richtungen, es hat sich dann über das Semester aber auch nochmal so ein bisschen verschoben. Die Fragestellung, die wir mit dieser Studie verfolgt haben, beziehungsweise die uns beschäftigt hat, waren folgende drei. Die erste war, inwieweit kann die DATS-Kompetenz, also Deutsch als Zweitsprache-Kompetenz, von angehenden Lehrkräften durch die 14-wöchige Seminarveranstaltung verbessert werden? Die zweite, ergeben sich durch die unterschiedlichen Seminarformate unterschiedlich hohe Kompetenzzuwächse? Und die dritte, wie werden unterschiedliche Seminarformate von den Studierenden in Bezug auf die Seminarinhalte und den selbstberichteten Lernzuwachs wahrgenommen?
Also wir hatten einerseits im Grunde genommen eine Art Kompetenzmessung, also nicht nur eine Art, sondern eine richtige Kompetenzmessung. Und andererseits haben wir uns aber auch angeguckt, wie zufrieden sind die denn hinterher damit. Wir hatten das große Glück, dass wir diesen Kurs oder diese Online-Plattform ja im Grunde genommen nicht selber erschaffen mussten durch einen Programmierer oder wie auch immer, sondern wir haben eine Kooperation mit einer US-amerikanischen Universität, die hatten wir auch schon vorher, und die haben dieses sogenannte ECAMS, was für E-Learning Communities for Academic Language Learning in Mathematics and Science steht. Da konnten wir uns durch das beantragte Geld, konnten wir uns Zugang zu dieser Plattform verschaffen, also wir konnten Codes generieren lassen, dass unsere Studierenden im Grunde genommen auf diese Plattform Zugang haben. Was wir natürlich machen mussten und was wir auch unterschätzt haben, war, diese Inhalte auf den deutschen Kontext zu übertragen. Ja? Wir haben erst gedacht, ach ja, es gibt es ja alles schon, das müssen wir ja dann nur übersetzen, natürlich weit gefehlt. Da haben wir natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht. So, dann haben wir in diesem Kurs verschiedene Themen durchgenommen, insgesamt 5 verschiedene Themen. Und jedes Thema bestand aus 3 verschiedenen Abschnitten, sage ich mal. Der erste Abschnitt war der sogenannte Explore-Abschnitt, also ein Thema kennenlernen, vielleicht auch einen Text dazu zu lesen, Lernvideos dazu zu schauen oder also verschiedene Dinge, um mit einem neuen Thema überhaupt erstmal vertraut zu werden. Dann die sogenannte Make-it-Work-Phase, wo die Studierenden dann neu Gelerntes im Grunde genommen in irgendeiner Art und Weise praktisch erproben mussten, also Aufgaben dazu machen mussten, teilweise aber auch wirklich sowas wie Interviewe einen mehrsprachigen Lerner und analysiere das Interview hinsichtlich Spracherwerbstheorien beispielsweise. Und in der dritten Phase, der Share-Phase, mussten sie dann das, was sie im Explore- und Make-it-Work-Teil gelernt haben, neu kennengelernt haben, diskutieren, sich gegenseitig ihre Ergebnisse vorstellen. Genau, und im Grunde genommen das neu erworbene Wissen teilen. Sie sehen hier jetzt mal Ausschnitte aus der Plattform. Das war hier ein Make-it-Work-Thema. Und hier habe ich mal einen Ausschnitt aus dem Share-Bereich mitgebracht, wo die Studierenden dann hier, Sie sehen das hier an den kleinen Klammern, ihre Ergebnisse aus dem Make-it-Work-Teil hochgeladen haben und dann kommentiert haben und darüber diskutiert haben, was sie für Ergebnisse gemacht haben. Wir hatten also folgende Aufteilung. In der 100% Online-Version haben Sie, wie der Name auch schon sagt, alle Teile, egal ob Explore, Make-it-Work oder Share, auf dieser Online-Plattform durchgeführt. In der hybriden Form haben Sie jeweils die Explore-Sitzung als Präsenzsitzung durchgeführt und Make-it-Work und Share dann online. Und in der 100% Präsenzsitzung haben wir im Grunde genommen alles präsent gemacht, ganz normal im Seminar. Wir hatten also folgendes Design der Studie. Wir haben ein Pre-Post-Test-Design gewählt, in dem wir zum ersten Messzeitpunkt, also wirklich zum allerersten Zeitpunkt, bevor irgendwas Inhaltliches gelaufen ist, den sogenannten DATSCOM-Test eingesetzt haben. Das ist ein Kompetenztest, der Deutsch als Zweitsprache Kompetenzen angehender Lehrkräfte misst. Dann haben wir 10 Wochen Seminar gemacht zu folgenden Themen und in der allerletzten Sitzung haben sie dann nochmal diesen Test absolviert. Das haben auch alle im Seminarraum gemacht. Also da haben wir jetzt nicht nochmal unterschieden, online, die machen das auch online, damals gab es auch noch gar keine Online-Version des Tests, sondern sie mussten dann tatsächlich alle auch 2-mal kommen, am Anfang und am Ende, um diesen Test, diesen Kompetenztest
zu absolvieren. Wir haben uns damals für den 60-Minuten-Test entschieden, mittlerweile gibt es den auch als 40-Minuten-Test, haben dazu dann auch noch eine Lerngelegenheiten-Skala eingesetzt. Also was hast du vielleicht auch noch für andere Lerngelegenheiten zum Thema Deutsch als Zweitsprache, außer dieses Seminar? Und haben dann zum Messzeitpunkt 2 zusätzlich, um eben Auskunft über die Zufriedenheit zu bekommen, auch noch einen Evaluationsbogen der Universität zur Zufriedenheit, Selbstwirksamkeit und so weiter eingesetzt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie wir es geschafft haben oder wie wir versucht haben zumindest, Einheitlichkeit dieser drei Kurse zu gewährleisten. Also ich muss sagen, wir waren ziemlich streng, weil wir das Gefühl hatten, uns blieb nichts anderes übrig. Wenn wir nicht streng sind, dann macht jeder, was er will, und dann kann man im Grunde genommen keinen Vergleich mehr herstellen auf dieser Kompetenz, Erweiterung oder wie auch immer. Das heißt also, wir haben PowerPoint-Folien, die wir im Seminar in Präsenzsitzungen gezeigt haben, haben wir beispielsweise ausführlich kommentiert oder auch eingesprochen. Also das, was man im Grunde genommen noch zusätzlich zu den Folien sagen würde im Seminar, haben wir versucht, in irgendeiner Form den Online-Leuten auch zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir alle Studierenden verpflichtet, ihre Make-it-Work-Ergebnisse, also zumindest 4 von 5, hochzuladen. Und wir haben sie auch verpflichtet, das kam uns als erstes etwas unnatürlich vor, aber wir haben sie auch verpflichtet, ihre Diskussionen im Bereich Share in irgendeiner Form wirklich zu tun, indem sie mindestens 2 Kommentare schreiben oder sich mindestens 2 andere Beiträge, wie auch immer, angucken. Und so weiter. So, dann hatten wir insgesamt eine Stichprobe von 147 Studierenden, davon waren 84 weiblich, 84% weiblich. Im Durchschnitt waren sie 23 Jahre alt, hatten 94% Erstsprache Deutsch. Also man muss sagen, in Lüneburg, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, in Lüneburg, es ist eine ziemlich biodeutsche Universität, zumindest von der Studierendenschaft her. Also Deutsch als Erstsprache ist da einfach die Regel. Sie waren im Durchschnitt im 6. Semester ihres Bachelorstudiums und hier haben wir nochmal die verschiedenen Studienfächer aufgeführt, wobei es spannend ist, dass einige den Eindruck offensichtlich hatten, sie würden DATS studieren, obwohl man DATS gar nicht in Lüneburg studieren kann, sondern nur eben dieses DATS-Zertifikat absolvieren kann. Aber es haben trotzdem 46% immerhin auch angegeben. Gut, jetzt kann man uns vorwerfen, wir haben ja auch danach gefragt oder wir haben ja auch das als Option gegeben, aber 46% hatten offensichtlich das Gefühl, sie würden DATS tatsächlich studieren. So, jetzt zu den Ergebnissen. Was haben wir herausgefunden? Jetzt wird es ein bisschen statistisch. Ich muss sagen, ich habe die Statistik auch nicht selbst gemacht. Ich berichte das immer nur und versuche ja alles, so gut es geht, irgendwie aufzuschreiben, welche Zahl was bedeutet. Sie sehen auf jeden Fall hier Messzeitpunkt T1 und Messzeitpunkt T2. Hier unterteilt in die Gesamtstichprobe einerseits, die 3 verschiedenen Formate und der Beispiel eines anderen Seminars, um so eine Vergleichbarkeit zu haben, so einen Vergleichswert zu haben. Und wenn wir jetzt uns hier die Mittelwerte angucken, dann sehen wir zu T1 der Gesamtstichprobe im Gegensatz zu T2 der Gesamtstichprobe sehen wir einen deutlichen Kompetenzzuwachs mit einer Effektstärke von 0,47, was man so als mittleren Effekt im Grunde genommen einstufen kann. Also alle, erstmal unabhängig vom Seminarformat, haben einen signifikanten Kompetenzzuwachs. Wenn wir uns jetzt die 3 unterschiedlichen Formate angucken, dann wird es ganz spannend, weil anders als wir es uns vorher gedacht haben,
hat der Online-Kurs mit großem Abstand den höchsten Kompetenzzuwachs und der hybride Kurs den niedrigsten. Was erstmal den Erwartungen oder den Hypothesen oder wie auch immer man es nennen will, die wir vorher hatten, total widerspricht. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, dass es wahrscheinlich doch Erklärungsmöglichkeiten oder Erklärungsansätze dafür gibt. Also man kann sagen, alle haben einen Kompetenzzuwachs und im Format gesprochen ist auf jeden Fall der Online-Kurs ganz weit vorne. Wenn wir uns jetzt die Zufriedenheit angucken, die hier durch den Gesamteindruck wiedergespiegelt wird und den selbst wahrgenommenen Lernzuwachs, dann zeigt sich ein anderes Bild. Und jetzt kommen wir auch im Grunde genommen zu diesem Widerspruch zwischen Kompetenz und Zufriedenheit. Man kann natürlich sagen, also wir hatten hier so eine Skala von 1 bis 5, wobei 1 das niedrigste war und 5 das höchste. Man kann natürlich sagen, wenn man sich jetzt die Gesamtstichprobe in der Zufriedenheit anguckt und auch im selbst wahrgenommenen Lernzuwachs, dann können wir schon sehr zufrieden sein mit dem, was wir da gemacht haben auf einer Skala von 1 bis 5. Dennoch, wenn man sich jetzt hier wieder die unterschiedlichen Formate anguckt, dann zeigt sich ein Widerspruch. Hier sind nämlich die Online-Leute am unzufriedensten im Gegensatz zu den hybriden Leuten, die im Durchschnitt am zufriedensten sind. Weitere Ergebnisse sind, ich mache es ganz kurz, dass der Lernzuwachs im Wesentlichen unabhängig von Personenmerkmalen wie zum Beispiel Alter, Studienfach und Sprachhintergrund ist. Das Geschlecht schlägt immer durch. Frauen sind immer erfolgreicher als Männer, also zumindest bei diesem Test hier. Der Lernzuwachs fällt höher aus bei Studierenden, die am Anfang des Semesters nur über geringe DATS-bezogene Lerngelegenheiten berichten und ein geringes Vorwissen aufweisen. Also die besonders schlecht am Anfang sind, lernen besonders viel dazu. Und die Verteilung auf die Kompetenzstufen, die habe ich hier jetzt nicht nochmal extra mitgebracht. Also ich habe sie mit, aber ich zeige sie nicht. Es gibt noch 3 Kompetenzstufen. Die verhalten sich bei unserer Stichprobe ähnlich wie bei der Normierungsstichprobe. Also kann man auch sagen, unsere Studierenden sind jetzt nicht ungewöhnlich viel besser oder viel schlechter im Durchschnitt. Weitere Beobachtung. Die Sprechstunden, die wir angeboten haben, natürlich vorwiegend für die Online-Kurse, weil die natürlich sonst gar keinen Kontakt zu uns hatten, also zumindest nicht mündlich oder face-to-face oder wie auch immer, die wurden kaum bis gar nicht genutzt. Die Online-Teilnehmer melden auffällig häufig Unzufriedenheit bezüglich des Formats zurück. Und die Diskussion und der Austausch, also vor allen Dingen im Bereich Share auf der Online-Plattform, funktioniert vor allem für den Online-Kurs besonders gut. Zusammenfassend kann man sagen, nochmal hinsichtlich der 3 Fragestellungen, dass das Kurskonzept dazu beiträgt, erstmal überhaupt so eine Verzahnung von Theorie und Praxis dazu beiträgt, dass alle Studierenden einen signifikanten Kompetenzzuwachs haben, dass auch in allen 3 Formaten die Studierenden einen signifikanten Kompetenzzuwachs haben und dass auch im Durchschnitt, jetzt positiv formuliert, alle Studierenden sehr zufrieden mit dem Kurs sind, unabhängig vom Kursformat. So, jetzt zur Diskussion und dann bin ich auch fertig. Ich habe mal so ein paar Fragen mitgebracht, die uns auch umtreiben und die wir wahrscheinlich heute nicht, und ich frage mich auch, ob wir sie überhaupt entscheiden können oder diskutieren können, die Frage nach, was ist wichtiger, einerseits aus Studentensicht und andererseits auch aus Lehrendensicht, Kompetenz oder Zufriedenheit, wo ist die Grenze, wie können wir eine Ausgewogenheit aus Zufriedenheit und Kompetenzzuwachs herstellen,
Also wie können wir herstellen, dass wir jetzt sagen, also die Online-Leute beispielsweise werden zufriedener oder die hybriden Leute werden kompetenter? Die Frage, und da ist uns leider ja ein Fehler, wie man jetzt auch immer sagen möchte, wir sind so ein bisschen naiv in das Ganze hineingestolpert. Wir haben leider keine verbundene Stichprobe. Das heißt also, wir können leider nicht sagen, ob die zufriedensten Studierenden auch die mit dem höchsten selbst wahrgenommenen Lernzuwachs sind und auch die mit dem höchsten Kompetenzzuwachs. Also im Grunde genommen, diese beiden Instrumente, die wir eingesetzt haben, sind nicht verbunden miteinander. Wir können das nur gruppenweise sagen. Dann die Frage, ob man das Ergebnis, das gute, positive Kompetenzzuwachsergebnis für das Online-Format wirklich auf das Online-Format zurückführen kann oder vielleicht auf kooperatives Lernen an sich. Also sich extrem viel über die Sache auszutauschen, hilft im Zweifel. Ja, genau. Und wie Sie sich denken können, sind weitere Replikationsstudien erforderlich, weil es noch viele offene Fragen gibt. Ich habe mich übrigens auch für den Rubel beworben und ich wurde nicht genommen. Deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht irgendwann mit einer Replikationsstudienidee nochmal ein bisschen Geld bekommen kann und dann nochmal ein paar neue Ergebnisse im Grunde genommen liefern kann. Das war's. Danke.